Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Olala, la wer ahnt denn sowas? Ja, in diesem Film geht es um Alice Bouvier und ähm, franz Ruiz. Ich glaube, ich französische Namen ganz schwierig bei mir. Martin auf jeden Fall mit Nachnamen. Die beiden kommen sich immer näher und wollen dann jetzt demnächst auch mal heiraten bzw sich verloben lassen also verabreden sie ein treffen mit ihren eltern und ähm, ja der frédéric bouvier gespielt von christian clavier der den kennen ja viele noch als ähm, asterix bei asterix und Obelix zum beispiel oder zum Beispiel als Monsieur Claude, auch eine sehr tolle Filmreihe. Er hat ein Riesenanwesen und einen riesen Weinanbau. und dort treffen sich die, die Familien. Zusätzlich noch seine Frau ähm, Catherine Bouvier und dann natürlich die Eltern von, Al ähm, von François Martin, nämlich der Gerald Martin. Und Nicole Martin. Gerald Martin gespielt von Didier Bourdon. Den kennt man vielleicht aus... Den kennt man zum Beispiel auch aus diversen französischen Filmen. Ich sehe jetzt hier keinen, der mir jetzt irgendwie großartig was sagt. Und äh, seine Frau Nicole Martin wird gespielt von Sylvie Testot. Die kennt man auch mehr so aus kleineren französischen Produktion und sie wie die spielt die frau von gerald martin als nicole martin und ähm, die ist auch so in kleineren produktionen halt tätig gewesen ja und diese beiden familien treffen aufeinander und die beiden Kinder haben ein interessantes ähm, ja sagen wir mal geschenk für alle und zwar haben die einen DNA-Test für alle gemacht, damit jeder sehen kann, von wo er eigentlich abstammt. Und Frederik zum Beispiel, ah, ich bin stolzer Franzose, durch und durch und dies und das. Und auch seine Frau, ah, ich bin Italienerin, vom Feinsten, dies und das und das und dies und. Ach, wie toll die sich alle fühlen mit ihrem ganzen Patriotismus und das alles. Und dann machen sie die Umschläge auf und, er und erleben dann doch so ein paar Überraschungen. Ja, so ungefähr kann man den Film äh, beschreiben. Also wer die Filme vom Monsieur claude mag, der wird auch bei diesem Film einen riesen Spaß haben. Also da werden auch wieder alles mögliche an Klischees bedient. Ja, auch ähm, da wird auch kein Blatt vom Mund genommen. Also ich mag ja den Humor in diesem Film auf jeden Fall. Wenn Christian Klavier einen Film auftaucht, dann ähm, hat das schon echt macht das schon echt Spaß, denn ähm, ja auch Monsieur Claude, das war einfach einfach zum Tod und genauso ist das hier auch teilweise, da kommen Sprüche raus, ey, da fällt dir ein Ei aus der Hose, ey. Und auch die anderen Darsteller, die sind da, schlagen da genau in dieselbe Kerbe rein, also das gefällt mir richtig gut. Also die haben eine richtig gute Chemie zusammen und äh, ja, auch so dieser, dieser Weinanbau, ey, das ist echt eine schöne, schöne Location dort, ey. Da muss man auch echt sagen, also, da haben die ein echt ein gutes Auge für, für sowas. Also, die Charaktere sind auch echt wirklich von, 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 vom Charakteristischen her auch echt bunt zusammengewürfelt. Und jeder so ein bisschen so seinen sein eigenen ähm, Patriotismus so dabei. So, ja, und dies und das, und ich bin doch so, und dies und das, und ach, Herr. Licht kann ich da nur sagen. Also, das ist wirklich eine Komödie, wo man sich wirklich drüber kaputt lachen kann, ey, wenn man halt auf so eine Art von Humor natürlich steht. Denn die französischen Filme sind da schon ein bisschen spezieller, muss man da sagen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also, oh la la, wir ahnten sowas. Und ich hätte auch nicht geahnt, dass der Film so toll wird. Aber es ist wirklich ein Film zum Totlachen. Also da werden alle Klischees bedient. Es ist wirklich wieder Humor, der auch wirklich wieder unter die Gürtellinie geht teilweise. Also wie gesagt, wer schon Monsieur Claude mag, der wird an diesem Film auch einen riesen Spaß haben. Welche Bewertung gebe ich jetzt den Film? Ja, das ist gar nicht mal so einfach, weil der Film macht wirklich Spaß, aber irgendwie ist es auch wieder so ein bisschen zwar das gleiche wie oder so ähnlich wie Monsieur Claude oder so, aber es ist schauspielerisch schon wieder so genial umgesetzt. Hard ich so ein bisschen, mit mir aber komm. Komm. Weil es auch eine günstigere Produktion ist und sowas alles, geben wir mal vier von fünf Totenköpfen. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.